Ja, hallo liebe Freunde von Last V8, hier noch ein kurzes Video über ein Auto, das mir gar nicht mehr gehört. Das ist meine ehemalige Corvette, Baujahr 76, die ich einem guten Freund von mir verkauft habe. Der suchte unbedingt so ein Auto und ich musste mir letztendlich eingestehen, dass ich mit meinen 1,96 in so eine C3 Corvette einfach nicht vernünftig reinpasse. Ich meine, ich passe da irgendwie rein, aber ich kann nicht vernünftig drin sitzen. Nach einer halben Stunde macht es keinen Spaß mehr. Ja, warum habe ich dieses Auto damals gekauft? Das ist ja eigentlich nicht einer der begehrten Baujahre aus der C3-Geschichte. Ganz schlicht und ergreifend deshalb, weil hier wirklich alles verbaut worden ist, was ich mir für eine modifizierte Corvette gewünscht hätte. Hier ist das komplette Wet Brake Products. Große Fahrwerks- und Bremsen- und Lenkungspaket drin, also man hat eine Zahnstangenlenkung und alle möglichen Fahrwerksteilverbesserungen, auf die ich hier im Detail nicht eingehen will, um aus so einer C3 überhaupt erstmal ein vernünftig fahrendes Auto zu machen, denn man darf nicht vergessen, die C3 basiert technisch komplett auf der C2. Die C2 kam Ende 1962 auf den Markt und man muss schon sagen, auch bei den alten Amerikanern, also ein Fahrwerk, was seine ursprünglich eigentlich noch in den 50er Jahren hatte und vielleicht eins aus den 70ern, da liegen schon Welten dazwischen, also das ist das Mindeste, was man meiner Ansicht nach machen muss. Ja, obendrein hat der Vorbesitzer hier noch auf der Motorseite kräftig in die Tasten gegriffen. Also das hier ist ein 540 Cubic Inch, 8,9 Liter Big Block Motor mit Roller, Nockenwelle, alles geschmiedet. 600 PS, komplett neue Vintage Air Klimaanlage, hier ein neuer Alukühler. Da ist wirklich alles gemacht an dem Auto. Bis hin zu diesen keramikbeschichteten 4 Zoll offenen Sidepipes und die sind wirklich offen. Ich habe da nichts drin gefunden. Wenn man das Auto anmacht, dann gehen bei umliegenden Autos die Alarmanlagen an. Das ist jetzt wirklich mal was für den typischen 12-jährigen Hardrock-Fan. Also bevor man sich beim AC/DC-Konzert vor die Boxen stellt, kann man genauso gut mit diesem Auto hier mal eine halbe Stunde fahren. Das funktioniert genauso gut. Ja, also ein ziemlich radikales Fahrzeug, jetzt nicht mehr meins. Ich hoffe, dass mein Freund damit viel Spaß haben wird. Auf jeden Fall ist es eine extreme Erfahrung als Auto. Und ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Bis dann, ciao.